Eine Aufnahme, bei der Nebel und Rauch eine Rolle spielt, durfte auf dieser DVD nicht fehlen. Ich möchte Ihnen anhand von zwei Bildbeispielen zeigen, wie sich der Nebel im Bild auswirkt. Bei dieser Aufnahme ist der Nebel bzw. der Rauch noch relativ frisch im Bild. Das bedeutet, wir haben noch eine schöne Tiefe im Bild, tolle Schatten und wenig Licht. Sobald sich der Nebel einmal verbreitet hat, wird er das Licht transportieren. Das bedeutet, die Aufnahme wird heller und die Kontraste reduzieren sich, wie Sie es in diesem Beispiel sehen. Nun ist es ein persönlicher Geschmack, auf welche Art der Bildgestaltung Sie mehr Wert legen. Eher mit weniger Nebel oder mit etwas mehr Nebel und dafür ein helleres Bild. Mein persönlicher Geschmack würde bei diesem Bild liegen. Und wie das dazugehörige Lichtsetup aussah, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Um dieses ausgefallene Styling in Szene zu setzen, haben wir 5 Blitze verwendet. Als Hauptlicht einen Tubus. Ein Tubus sorgt für ein sehr hartes und gerichtetes Licht auf den Bildschwerpunkt. Der Tubus betont die Accessoires und die Strukturen des Stylings. Direkt dahinter als Fülllicht haben wir eine Octabox verwendet. Diese Octabox hält das Gesamtbild dezent auf. Wir haben hier zudem eine Wabe verwendet, um Streulicht auf den Hintergrund zu vermeiden. Als Haarlicht, um diese Accessoires und die Strukturen der Federn ins rechte Licht zu rücken, haben wir einen 7 Zoll Reflektor verwendet mit einer Wabe als Einsatz und mit einer Farbfolie, um etwas Spannung ins Bild zu bekommen. Des Weiteren haben wir noch ein Gegenlicht eingesetzt. Dieses Gegenlicht war ebenfalls ein 7 Zoll Reflektor mit einer Wabe als Einsatz. Um den Nebel farbig zu blitzen, haben wir auf dieser Seite einen 22 Zoll Reflektor verwendet mit Flügeltor und ebenfalls mit einer orangefarbenen Farbfolie. Den Nebel, den bringen wir mit einer Nebelmaschine ins Spiel. Kommen wir nun zu der Verteilung der Blitzstärken. Von vorne als Hauptlicht, der Tubus, hatte eine Blende 8. Das Fülllicht muss etwas dezenter eingestellt sein, aus diesem Grund hatten wir hier eine Blende 4. Und für das Haarlicht, damit dies auch entsprechend zur Geltung kommt, hatten wir eine Blende 11. Weil es hat von hinten nochmal so was durchgeschossen. Ja. Stopp mal mit dem Nebel. Klasse. Bleiben danach. Bleiben, bleiben. Halten. Okay, danke.